Und deshalb haben wir gedacht, komm, wir müssen die Bundeswehr jetzt optimieren und hat dann unserer Verteidigungsministerin nahegelegt, zurückzutreten. Ich bin kein Mensch, der nachkarten möchte. Können wir uns darauf einigen? Christine Lambrecht war nicht die perfekte Besetzung für dieses Amt. Können wir uns einfach drauf einigen? Dann hat man ja erst gelesen, ja, muss jemand von der SPD sein und eine Frau. Dachte ich mir, oh weia, bitte nicht Kevin Kühnert. Aber bitte nicht Kevin Kühnert. Aber dann haben wir auch einen neuen Verteidigungsminister bekommen. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo die Personalie klar war, habe ich meine Mutter vom Supermarkt getroffen. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter, 83 Jahre alt. Meine Mutter, die googelt nicht, die brockhaust noch. Ja. Und ich habe gesagt, Mama, hast du das gehört? Ja, wir haben einen neuen Verteidigungsminister. Sagt sie, nee, wer denn? Er sagt, Pistorius. Sagt sie, Pistorius? Der Leichtathlet mit den Prothesen, der seine Frau abgeknallt hat. Naja, der kann ja zumindest mit einer Waffe umgehen. Ich sag, Mama, nicht der, Boris. Der Bäcker ist Verteidigungsminister. Darf der das überhaupt? Der ist doch auf Bewährung raus. Der Boris, den habe ich letztens weinen vom Geldautomaten gesehen. Ich sage, Mama, nein, Boris Pistorius. Sagte, kenne ich nicht. Habe ich ihr ein Foto gezeigt, sagte, ah, Armin Laschet. Also, nein, ich finde Pistorius macht einen sauberen Job. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir jemand anderes in diesem Amt vorstellen können. Wäre jetzt nicht SPD gewesen, wäre eine Frau gewesen. Aber das war mein persönlicher Favorit. Möchte ich euch gerne zeigen. Und ich sag direkt, wer von euch ein bisschen schreckhaft ist, dem empfehle ich nun, die Augen kurz zu schließen. Hier mein Favorit für das Amt der Verteidigungsministerin. Gott, wer... Im ersten Moment denkst du, Moment, die kenne ich doch. Ist das nicht die Gegenspielerin von James Bond in Liebesgrüße aus Moskau? Nein, Leute, das ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ein Name länger als der russische Militärkonvoi vom Donbass. Ich sage, das ist nicht meine Partei, aber diese Frau ist nicht opportunistisch. Wer sich über diese Frau schlau macht, sie ist Dauerkartenbesitzerin und Fan von Fortuna Düsseldorf. Und wer sowas in der Öffentlichkeit zugibt, dem ist im Ernstfall alles scheißegal. Ja. Ja.